Thema Belief. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass auch das Thema Belief ansteckend ist. Okay, nicht so wie die Energie, aber Belief ist ansteckend. Und Joshua hat es gerade perfekt gesagt. Erstmal auch ein fettes Shoutout und Congrats an Joshua, dass er so ein Call überhaupt moderiert, sonst beziehungsweise auch so ein Call überhaupt auf die Beine stellt. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil ihr müsst euch das Ganze ja mal so vorstellen. Das Business würde auch funktionieren ohne diese Calls. Das Business würde auch ohne eine Einarbeitungsseite oder ein Retired Young funktionieren, weil wir haben ja schon die Firma, wir haben ja schon das Herzstück und alles, was dazukommt, ist im Grunde ja nur ein Add-on. Und an der Stelle will ich das Ganze auch nicht zu lang ziehen. Ich hoffe, jeder kann mich gut hören. Ich hoffe, jeder ist auch am Start und ist ready für die Notes, weil der erste Speaker, der heute hier am Start sein wird, ist nicht nur ein sehr, sehr guter Freund von mir, der gute Irfan, sondern auch wirklich eine Person, wo ich zu 100% sagen kann, okay, wenn ich jetzt Worte über ihn sage, dann kommen die tief aus dem Herzen. Weil eine Sache hat er verstanden in diesem Business und das ist das Belief, der Schlüssel zum Erfolg ist. Es ist nicht deine Action, es sind nicht deine Skills, es ist dein Belief. Okay? Er ist nicht Mr. Change, nein, er ist Mr. Belief. Er ist, ich glaube an die Sachen, bevor alle anderen an die Dinge glauben. Ich glaube an die Dinge, auch wenn niemand an die Dinge glaubt. Ich sage euch eine Sache und da hat bei mir das ganze Klick gemacht im Thema Belief. Ich habe Irfan gefragt, ey Irfan, was ist denn für dich der Punkt, warum du so durchziehst? Er sagt, ich habe nichts anderes. Ich habe nichts anderes. Er hat verstanden, dass das Belief an die Sache und auch wenn niemand daran glaubt, der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich habe ihn gefragt, Irfan, was würdest du machen, wenn dein ganzes Team quitten würde? Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich würde es von null aufbauen. Ich habe ihn gefragt, was ist, wenn alle um dich herum aufhören würden? Er hat gesagt, ich würde trotzdem weitermachen. Und das ist für mich Belief. Für mich ist nicht Belief, zu sehen, wenn ein Joshua die Resultate hat, ein Makadu die Resultate hat und dann daran zu glauben. Nein, für mich ist Belief, daran zu glauben, wenn niemand daran glaubt. Irfan, ich sage dir eine Sache, du hast mich in diesem Business nicht nur inspiriert, sondern du hast anderen Leuten den Weg geweist, den sie jetzt einfach nachgehen kann. Ich sage euch eine Sache, Irfan ist für mich der geborene Leader und genau die Person, wo andere Leute wirklich folgen können. Die richtige Work Ethic, die richtigen Werte und zu 100% das richtige Belief. Und ich sage euch eine Sache, wenn ihr lernen wollt, wie ihr ein Level Up in diesem Business machen wollt, dann hört jetzt Irfan genau zu. Let's get it. Yes, ich bin am Start. Kann man mich hören? Wenn man mich hören kann, drop mal eine 1 in den Chat. Kann man mich sehen? Ihr habt angeschaltet. Kann man mich sehen? Nein, kann man nicht, oder? Warte. Kann man mich jetzt sehen? Ja, jetzt kann man mich sehen. Ich glaube, Leute, was geht? Drop mal eine 2, drop mal eine 3 in den Chat, bitte, ja? Und mein Laptop macht letzte Zeit ein bisschen Probleme. Bitte, seid mir ehrlich, hört man mich gut? Also klar und deutlich, ist der Ton gut, ja? Sehr gut, sehr gut, sehr nice, sehr nice. Ich bin extrem froh, ich bin extrem glücklich, hier auf diesem Call zu sein und euch ein paar Dinge mitzugeben, die ihr auf jeden Fall braucht. Es geht um Belief und um Belief kann ich auf jeden Fall ein paar Sachen mitgeben. Ich habe nicht allzu viel Zeit, weil ich gleich ein Webinar hosten werde, darum werde ich mich ein bisschen kurz halten, aber den größten Input auf jeden Fall geben, was ihr braucht auf jeden Fall, um wirklich eure Ziele zu erreichen. Ja? Ich bin mega glücklich, um euch diese Information mitzuteilen, weil im Endeffekt ist das, was du wirklich der größte Teil von dem Business ausmacht, ist wirklich Belief, ist wirklich Glaube, ja. Weil wenn du Glaube hast, bist du gleich inspiriert. Und wenn du inspiriert bist, bist du gleich motiviert. Und wenn du die Motivation ausnutzt und in Action kommst, dann wird es zu einer Disziplin langfristig. Aber alles hat angefangen mit dem Glaube, ja, mit den Bildern im Kopf, die du hast, wirklich. Und um hier wirklich seine Ziele, wirklich, wenn man das hier wirklich krass nach oben will, wenn man wirklich heftig, also das geht jetzt für die Leute, die sagen, ey, ich will wirklich das Unmögliche möglich machen, ich will wirklich diesen Major Rank oder dieses Riesenkonto haben und nicht nebenbei, sondern das geht wirklich an die Menschen, die jetzt wirklich groß, groß, groß denken, ja. Es ist schon echt schade, dass das erwähnen muss, groß, groß, groß denken, weil ich glaube, jeder in den Call sollte groß denken, ja, ganz wichtig. Sonst wäre der eine oder andere nicht in diesem Business gestartet, ja. Und ich möchte euch sagen, ein bisschen zu meiner Anfangszeit, wie ich das alles gemacht habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich erkläre ein bisschen von mir. Ich war nicht in der Schule, ich hab die Schule nicht so viel gerissen, ja. Ich war immer so der Klassenclown. Ich habe ab der 6., 7. Klasse irgendwie, habe ich gar nicht mehr die Schule besucht, habe Bußgelder nach Hause geschickt. Irgendwie, man hat mich gesucht, ja, warum ich in der Schule war damals. Und ja, ich hatte wirklich keine Perspektive, habe mit falschen Menschen abgehangen. Hab wirklich geguckt in Halloween und Weihnachtszeiten, wo der nächste Einbruch stattfinden könnte. Solchen Film war ich auf jeden Fall, um irgendwie mit 18 so über die Runden zu kommen, ja.
Und ja, ich hatte wirklich keine Ziele, aber irgendwie, ich wusste schon immer, ich habe das schon immer mit 12 gesagt, ich sagte immer, wo ich klein war, ey, ich werde irgendwann stinkreich. Ich werde irgendwann verdammt erfolgreich und ich werde irgendwann wirklich krasse Ergebnisse haben. Ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, wie, ich habe das immer zu jeder Person gesagt, die ich kennengelernt habe. Ich schwör's euch. Ich habe eine neue Person kennengelernt. Ich habe zu der immer gesagt, ich werde erfolgreich. Ich werde, was machst du? Ja, ich mache gerade nichts, aber ich werde erfolgreich im Leben. Ja? Ich war damals in der Ausbildung in Dortmund, in so einem Internat. Da habe ich auch jedes Mal nachts zu meinen Klassenkameraden gesagt immer, ja, ey, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir können ganz anders unsere Träume erreichen. Wir können ganz anders unsere Ziele erreichen und alles. Und die haben mich immer so blöd angekommen, gesagt, ja, mach doch erstmal was Normales und so. Nein, ich bin immer mal voll aggressiv gewesen auf jeden Fall. Also ich war immer der Mensch, ich habe immer schon gesagt damals, ich werde das und jenes erreichen. Ja? Und ich kann euch wirklich nur mitgeben, wenn ich es irgendwie schaffe, hier, weiß ich, ein paar Euros zu verdienen oder irgendwie eine Struktur zu leiten, wer seid ihr, dass ihr das nicht könnt? Ich meine, wer seid ihr, die das nicht könnt, die seit 1-2 Monaten am Start sind? Wahrscheinlich seid ihr viel gebildeter als ich oder könnt besser reden als ich oder sieht vielleicht besser aus als ich. Ja? Warum sollt ihr das nicht können? Die meisten haben ja Abitur, Studium oder sonst was. Also ihr habt von der Intelligenz her habt ihr einen viel größeren Vorsprung. Aber warum schaffen es diese Menschen und diese Menschen nicht? Ja? Der Punkt ist einfach dieser Hunger. Dieser Hunger zu haben, diesen Hunger zu haben, wirklich was Großes im Leben zu erreichen. Und ja, wenn du halt Plan B und Plan C und Plan D hast, dann ist es halt schwierig, den Plan A zu verfolgen. Weil Plan B und Plan C und Plan D auf jeden Fall dich ablenken. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? So. Klar, du kannst einen Job haben nebenbei. Aber ich sage immer, so wenn du wirklich große Ziele und große Träume hast, so deinen Job wird dich nicht dahin bringen. Das wird dich nicht dahin bringen. Wenn du wirklich sagst, ich will unabhängig reisen, ich will das schöne Auto, ich will diesen Menschen inspirieren, ich will sechsstellig, siebenstellig, sonstige Sachen, wirst du das leider mit einem normalen Job nicht erreichen. Aber trotzdem brauchst du ein Backup. Darum sage ich immer, hey, setze deine Energie intelligent ein. Ja, also zum Beispiel, wenn du auf der Arbeit bist, arbeite, aber hab Fokus aufs Business. Arbeite, aber verschwende deine Energie aufs Business. Was machen die meisten Menschen immer? Sie verschwenden ihre Energie auf der Arbeit, also das meiste, was sie haben, so richtig, die nehmen das voll ernst. Wenn es um Business geht, sind sie nicht so krass fokussiert. Und das muss man halt switchen. Ja, für die Leute, die nebenbei arbeiten, ganz wichtig. So schaffst du auf jeden Fall trotz so kurzer Zeit, also trotz wenig Zeit, noch Erfolge. Ja, das kann ich auf jeden Fall mitgeben. So. Und wenn ihr diese Erfolge seht, also was mich wirklich, weiß nicht, kurz vor dem P2 jetzt bringt, ist wirklich, sei humble, sei coachable. Ja, sei wirklich humble, sei coachable. Ja, die meisten Menschen, weiß ich, die machen irgendwie zwei, drei Monaten oder 4 Monaten machen die Trading-Resultate oder, weiß ich, machen Ranks, alles schön und gut, ist crazy, aber dann sind sie nicht mehr coachable. Ein Chairman hat gesagt, das habe ich von McAdoo, ein Chairman hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr wer, ich glaube, das war Bryce Thompson, er sagte, es ist gefährlich, es ist gefährlich und es gibt Menschen bei ihnen, die den P1000 machen, ja, oder den P6 oder den P2 machen und dann ihr eigenes Ding drehen wollen. Die wollen ihr eigenes Ding drehen, ja. Und Bryce sagt den Menschen, warum drehst du dein eigenes Ding, dann mach doch. Ja? Diese Leute, sie haben den P2 oder ein kleines Trading-Konto und sie sind nicht mehr humble. Und was passiert dann langfristig? Ja? Stürzt alles langsam aber sicher ein. Weil der Punkt ist einfach, verbringe, das ist ganz wichtig, was ich sage, glaub mir, wenn ihr das verfolgt, wirklich, und diese drei Sachen habt, dann werdet ihr zu 100% erfolgreich. Habt einmal Personen, ja, denen ihr Sachen beibringen könnt, von dem ihr was mitgebt, den Personen, ja. Zweitens, also umgebt euch Menschen, mit denen ihr was beibringt. Zweitens, umgebt euch mit Menschen auf Augenhöhe, so auf dem gleichen Level, ja. Und drittens, umgebt euch unbedingt mit Menschen, die höher als euch sind. Und lernt von diesen Menschen und geht zu diesen Menschen. Ja, ganz, ganz wichtig. Und der häufigste Grund, warum die Menschen eigentlich nicht vorankommen im Business, weil die den dritten Punkt nicht haben. Sie haben den dritten Punkt vergessen oder sie haben den dritten Punkt nicht.
Ja, es ist mega, mega wichtig. Todeswichtig. Das ist glaube ich, was wirklich mich und die Teampartner in diesem Business wirklich voranbringen. Diese drei Steps. Das ist mega. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. So, das dazu. Ich weiß nicht, ich kann euch mal, ich habe wie jeder andere auch von euch angefangen hier in diesem Business. Ich habe hier meine Notizen stehen. Hier steht zum Beispiel, ich weiß nicht, wann das war, welches Jahr, ich habe gar keine Ahnung mehr. Hier steht einfach meine Ziele diesen Monat P150. So, und damals hatte ich eine Struktur von 2 Menschen. So, versteht ihr was? Ich habe genauso angefangen wie jeder andere in diesem Call. Genauso angefangen wie jeder andere in diesem Call. Und heutzutage leite ich halt eine viel größere Struktur. Und damit will ich einfach nur sagen, ey, egal wo ihr herkommt, egal welchen Start ihr habt, ja, jeder kann das erreichen, was die anderen erreichen. Jeder kann das machen. Wenn es einer vormacht, kannst du es auch machen. Warum sollst du es nicht schaffen? Wenn Bryce Thompson in Sherman 750 geht, warum sollst du das nicht können? Meistens ist es immer so, warum die Leute am Belief verlieren ist, wenn jemand den P2 hittet, jemand den P5, P1, gibt es immer Menschen. Merkt euch das. Es gibt immer Menschen, die irgendeinen Grund suchen, ja, weil sie selbst nicht so viel Belief haben oder eine Ausrede finden wollen, weil sie faul sind, suchen sie immer einen Grund und sagen, aus diesem Grund ist er P2. Aus diesem Grund ist er P1. Ja, hätte ich das, wäre ich auch. Hätte er das, wäre er auch. Hätte sie das und der kann das gut. Und der kann gut speaken. Ja, seine Präsentation. Ja, der hat diese Person. Die Menschen suchen immer einen Grund, um sich selbst aus der Situation rauszutragen, weil sie zu faul sind oder nicht genug Belief haben. Und bitte geht von diesen Personen weg, haltet euch von diesen Personen fern, weil das sind meistens die Personen, die Fehler bei anderen suchen, aber nicht bei sich selber. Ja, und desto höher ihr kommt, ja, sei es das Trading-Konto, ja, oder sei es im Aufbauen, wird es immer mehr, merkt ihr eigentlich immer, wenn, ich weiß nicht, also ich habe das letzte Zeit gemerkt, wenn irgendein neuer Chairman ist und gesagt hat, boah, wer hat das gemacht? Ja, der hatte das und so. Manche reden immer diesen. Versteht ihr? Ja, hatte er das. Das sind Menschen, die einfach mit sich selbst, also die eine Ausrede suchen, weil sie zu faul sind oder keinen Belief haben. Haltet euch von diesen Menschen fern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, hier steht zum Beispiel bei mir, ey, krass, guck mal, was ich hier eingetragen habe. Erfolg, das waren meine ersten Notes. Meine ersten Notes waren das. Ja, wirklich. Erfolg muss man sich erarbeiten. Ja, es ist ein langer Prozess. So richtig auf trocken, also wirklich, das ist crazy, versteht ihr? So, jeder fängt so an, so jeder macht seine Notizen, jeder macht einfach mal seine Einladung, jeder geht mal in eine Go-Live-Session, jeder macht mal eine Miese, jeder macht mal ein Plus, so. Weißt du, ich will euch einfach damit sagen, gebt einfach nicht auf, wirklich, gebt nicht auf. Es ist auch ein Prozess. Ich meine, wenn du jetzt, guck mal, angenommen, ja, ich will, alle schreien immer, ich will einen Chairman, ich will einen P5, ich will einen Chairman 25. Okay, dann gebe ich dir den Chairman morgen. Dann hast du den Chairman morgen. So, du hast einen Chairman. Du hast, sagen wir mal, morgen eine Struktur von 1500 Menschen und hast ein Trading-Konto von 7 Millionen. Okay? Einfach so. Du willst ja schnell Chairman gehen, du willst ja schnell 7 Millionen knacken. Okay. Was machst du mit den Menschen? Wie leitest du die? Wie leitest du diese Menschen? Was gibst du diesen Menschen mit? Schwierig. Warum? Weil du nicht reingewachsen bist. Du bist nicht reingewachsen in die Situation. Aha, was sagt uns das also? Das sagt uns, der Chairman muss halt ein bisschen dauern. Sonst geht es gar nicht auf. Ich meine, wenn ich dir morgen eine Struktur von 1000 Menschen gebe, wie kannst du die leiten? Könntest du sagen, ja, ich kenne jeden, ich kümmere mich, ich weiß, welcher Stand jeder ist, ich weiß, was er braucht, ich weiß, was man hier, schwierig. Was sagt uns das? Das sagt, du musst den Prozess leben. Aha, was sagt uns? Also gibt es sowas wie schnell gar nicht. Es gibt sowas wie schnell nicht. Ja, ich will noch schnell. Nein, liebe doch diesen Moment und glaub mir, lieb diesen Moment, der gerade ist. Lieb diesen Struggle, wenn du welche hast, die du gerade hast, lieb diesen Struggle. Weil wenn du Chairman bist oder ein 7-stelliges Konto hast, dann ist alles schön. Die Welt ist bunt. Aber du wirst dich an die noch schöneren Zeiten erinnern, leider nicht mehr erleben, erinnern. Und das sind jetzt diese Zeiten, von denen du reden wirst. Weil diese Zeiten sind dann später noch wertvoller als das ganze Geld, was du auf dem Bankkonto hast.
diese Zeiten, die du gerade durchmachst, diese Zeiten in deinen vier Wänden, in dein Zimmer, in dein Kinderzimmer, die werden später nicht mehr da sein. Diese Zeiten wirst du auch vermissen. Glaub mir, diese Zeiten wirst du vermissen. Die werde ich vermissen, weil das Leben dann später schön ist. Jeden Tag hast du ein schönes Leben. Und dann wirst du so zurückdenken, hey, ich habe auch mal Bock, wieder diesen Struggle zu haben. Du wirst es vermissen. Immer wenn etwas weg ist, ist es wieder interessant. Das Ganze wiederum, schätzt das und dokumentiere auch deine Zeit, die du hast. Dokumentiere. Wir haben Videos. Thiago macht das mega nice. Er nimmt Videos auf, ja, wenn wir auf Tour sind, wenn wir mal ein Event haben von den Calls. Ja, dokumentiert es auch. Ganz wichtig. Ich will euch eine Message einfach damit mitgeben. Wirklich, wirklich mitgeben ist einfach, glaube wirklich daran, dass du es schaffen kannst. Du musst wirklich denken, dass du diese eine Person bist. Das ist das. Das ist das, was das alles unterscheidet. All in or all out. Genau. Roberta sagt, du musst wirklich sagen, so, du bist diese eine Person. Du bist diese eine einzige, du bist die 1%, das bin ich. Ich bin das. Und dann passiert etwas. Setze ich einen Hebel um. Ja? Es ist mega wichtig, solche Gedanken zu haben. Der Punkt ist einfach, warum die Menschen keinen Belief haben. Sie sind hier einen Monat am Start, sind 2 Monate am Start oder 3 Monate und sehen, ja, irgendwie habe ich jetzt nicht so viel erreicht. Irgendwie klappt das nicht. So, komisch. So. Weißt du, ein Teampartner von mir, Lukas, ja, der ist gestern in den P6 gekommen, der war 5 Monate am Start, ja. Ich rede mal jetzt über das Network, der war 5 Monate am Start, okay? Ersten vier Monate kam nichts. In einem Monat, bam, in einer Woche P150, in 2 Wochen P6, bum, bum, zack, zack. Und habe ich ihn gecallt, habe gesagt, siehst du, das habe ich versucht, dir die ganze Zeit zu erklären, aber jetzt hast du verstanden, was ich meine. Und jetzt hat er ein größeres Bewusstsein gekriegt. Ich habe ihm immer gesagt, und ich sage das den Leuten immer, jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat einen anderen Prozess. Es gibt Menschen hier, was ich euch jetzt sage, ist wirklich, wirklich wichtig. Ja, ich nehme mir sogar jetzt extra noch mehr 5 Minuten Zeit, um euch das wirklich jetzt einzubringen. Was ich jetzt sage, ist wirklich wichtig. Okay? Es gibt Menschen, die machen ein Jahr sind die P150, P6, vierstelliges Konto, 3, 2, 1 Jahr, ja, und dann kommt dieser entscheidende Moment, dieser entscheidende Klickmoment. Man sagt auch Erfolg in einer Nacht, sagt man dazu, dieses erfolgreich in einer Nacht geboren. Kommt dieser entscheidende Moment, dieser entscheidende Monat, wo wirklich Gott dir diese ganzen Prüfungen gegeben hast und die alle bestanden hast, und dann kommst du auf einmal voran. Dann auf einmal machst du Quantensprünge. Und es ist bei jedem unterschiedlich. Es muss doch bei jedem unterschiedlich sein, weil wir alles einzigartige Menschen sind. Wir sind Menschen, wir sind einzigartig. Und also jeder Mensch von uns ist einzigartig. Gibt mir da recht? Dann ist auch jede Geschichte von uns einzigartig. Dann ist jeder Prozess von uns einzigartig. Warum sagen dann die Leute, ja, ich will so wie er. Ich will auch so, auch in dieser Zeit. Dann bist du doch nicht mehr einzigartig. Dann bist du dann eine Kopie. Das ist auch Müll. Das geht nicht auf. Das geht einfach nicht auf. Versteht ihr, was ich meine? Es geht gar nicht fit auf dieser Welt. So, um wirklich diese Prüfung zu bestehen, einfach, Gott testet dich wirklich mit der ersten Prüfung, ob du wirklich dafür gemacht bist, und schickt die Prüfungen wie Disziplin, bist du auf den Calls. Gott prüft dich, nimmst du das ernst? So, und wenn du diese Prüfung bestehst, dann kriegst du einen kleinen Erfolg erstmal. Bam, okay, sie ist ready für das Game. So, und dann willst du ja mehr. Und dann prüft dich Gott. Bist du eine neidische Person? Bist du eine egoistische Person? Und prüft dich. Es gibt die Prüfung damit. Vergleichst du dich mit anderen? Und du fällst halt so lange auf die Schnauze, bis du diese Prüfung bestehst. Und dann kriegst du den nächsten Step an die Hand gedrückt. Und du musst halt gerade gucken, in welcher Situation du bist. Was für einen Wert hast du, den du noch verändern musst, damit du erfolgreich wirst? Weil ich bin ganz ehrlich, bei IAM, jeder, der erfolgreich ist, bei IAM, ich kenne keinen Menschen, der dreckige Werte hat als Mensch, der einen schlechten Charakter hat. Ich kenne keinen. Komisch. Und wir sollen ja
so sein wie diese Champions, sondern so uns behandeln, auch so sein wie sie, damit wir auch den gleichen Erfolg haben. Aber wie, wenn wir nicht die gleichen Werte vertreten wie diese Champions? Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Wert veränderst, einen negativen zum positiven Wert, kommst du einen Schritt in dein Rank, in dein 6-7-stelliges Konto. Versteht ihr? Darum achte, geh mal in dir und sag, mit was für einem Wert habe ich zu kämpfen? Bin ich eine, ist ja auch alles völlig okay so, wir sind ja alles Menschen. Bin ich eine neidische Person? Bin ich eine egoistische Person? Gucke ich oft nach rechts und links? Vergleiche ich mich oft? Bin ich coachable? Bin ich humble? Bin ich coachable gerade eigentlich? Bin ich humble? Vielleicht liegt es daran. Und meistens, oft, zu 99% liegt es wirklich an diesen Werten, wenn du die änderst, dass du auf einmal in den Next Level Step kommst. Bin ich eigentlich ein disziplinierter Mensch? Bin ich ein strukturierter Mensch? Das sind alles Werte und Sachen, die die Chairmans haben. Das sind alles die Sachen, die erfolgreiche Menschen haben. Du musst so denken wie erfolgreiche Menschen. Du musst so handeln wie erfolgreiche Menschen. Dann mach es auch so. Und gesteh auch zu deinen Fehlern. Sag auch zu dir selber, ja, ey, stimmt, der hat recht. Ich bin wirklich so ein Mensch. Und dann kannst du zum nächsten Step gehen. Weil das ist der erste Schritt zur Verbesserung. Wie sollst du denn was verbessern, wenn du nicht mehr gestehst, dass du einen Fehler hast? Das geht nicht auf. Selbst ich habe Fehler. Jeder Mensch. Und daran arbeitet man. Ja, das ist mega, mega wichtig an allen. Ja, damit würde ich auch mir diesen Satz beenden. Guck mal, was mit dem letzten Satz, was ich mir damals aufgeschrieben habe. Ne? Und das will ich euch auch allen sagen. Boah, guck mal, krass. Gänsehaut, Digga. Ich weiß nicht, wie alt das ist, meine ersten Nuggets. Hol dir dein, ich schreibe zu mir schreibe ich hier gerade. Hol dir deinen Erfolg, du hast es dir verdient. Du hast es dir verdient, du hast es dir verdient, du hast es dir verdient. Und da kommen echt Emotionen hoch. Weil du hast, holt euch euren Erfolg, du hast es dir verdient. Du hast es dir wirklich verdient. Wenn du am Struggeln bist, wenn du gerade finanzielle Probleme hast, wenn, keine Ahnung, jemand aus der Familie krank ist, wenn du irgendwas Gutes mit diesem Erfolg anstellen willst, dann hol dir deinen Erfolg, weil du hast es dir wirklich verdient, Schwester. Du hast es dir wirklich verdient, Bruder. Wenn du wirklich jeden Tag in dein Zimmer sitzt und grindest und hustlest und wirklich das willst und auf den Calls bist, dann hol dir deinen Erfolg, weil du hast es dir verdient. Ob du es für deine Mutter machst, für deinen Vater machst, ob es für deine Mutter machst, hol dir deinen Erfolg, du hast es dir verdient. Keiner hat es verdient, du hast es verdient. Niemand auf der Welt hat es verdient, außer du. Du hast es verdient. Dann grinde auch so, dass du es verdient hast. Dann mach doch auch so, dass du es verdient hast. Aber sitz nicht irgendwie zu Hause rum und philosophier über das Business 2 Stunden lang. Mach dir einen Plan. Mach dir einen Plan, Step für Step. Was brauche ich jetzt, dass ich mir das hole, was ich verdient habe? Was brauche ich jetzt? Was ist der erste Step? Woran liegt es hier? Bist du unstrukturiert? Mach den Tagesplan. Bist du nicht gut im Trading? Guck die Go-Lives. Such dir einen Educator raus. Geh nicht mit den Hype mit. Alle Matthew Taylor. Such dir einen aus, wo du profitabel bist. Du willst aufbauen, dann guck, woran es liegt. Geh zu deiner Upline. Frag sie, woran es liegt. Ja, ich weiß nicht, ob das für mich klappt. Geh auf Go Live. Mädchen, Junge, guck mal auf Go Live. Da sind Menschen, die machen in 5 Minuten 8 Millionen. In 5 Minuten. Das ist ganz wichtig. Ja? Damit bin ich auf jeden Fall raus. Und würde auf jeden Fall zurück abgeben. Und bin auf jeden Fall raus. Ja? Let's go. Ich danke für eure Zeit. Und drop mal eine 1 in den Chat, wenn ich euch ein bisschen was mitgeben konnte. Und ich gebe zurück an René Niedringhaus, mein bester Partner aus dem Radio von Bremen, CNN. Willkommen, schalten zurück.
Ja, Leute, absolut geisteskrank, was er gerade mitgegeben hat. Ich habe mir viele, viele Sachen auch aufgeschrieben und überlegt einfach mal, wann er das Ganze aufgeschrieben hat. Und ja, stellt euch einfach mal selbst die Frage, an welchem Punkt ihr vielleicht gerade seid. Und will an der Stelle direkt mal abgeben an den nächsten Speaker, den guten Kamal. Und ich kenne den Jungen aus Dubai. Das heißt, wir haben uns vor roundabout 3 Monaten mehr oder weniger erst kennengelernt. Ich habe einfach dort schon gesehen, dass er eine Sache auf jeden Fall verstanden hat. Nicht nur, dass es wichtig ist, für sein Ziel zu arbeiten, sondern auch, dass das Thema Visualisierung extrem wichtig ist. Ich sehe jeden Tag seine Story und irgendwie bei ihm, Mohammed und allen anderen und Daniel sehe ich einfach immer wieder Stories aus Dubai. Das heißt, die Jungs haben eine Sache verstanden, den Moment einfach einzufangen. Den Moment einzufangen und dieses Gefühl, was sie dort bekommen haben, einfach immer und immer und immer wieder ins Bewusstsein zu bekommen. Und ich sage euch eine Sache, die Dinge, die Irfan gerade angesprochen hat, bist du neidisch, bist du egoistisch, bist du gerade diszipliniert, bei den Dingen habe ich mir so überlegt, okay, wie ist das denn bei Kamal? Wie ist das, was kannst du denn sagen? Und ich habe mir gedacht, als ich Kamal dort gesehen habe, habe ich einfach gemerkt, er bringt 3 essentielle Dinge mit für Erfolg. Er ist nicht nur coachable, er ist auch noch consistent und er ist confident. Diese 3 Dinge bringt er mit und das habe ich in Dubai gesehen, mit Leuten mit 18 Jahren an so einem Punkt zu stehen, dass du weißt, was du willst, hast du allen anderen einen riesen Vorsprung. Ich weiß zu 100%, dass wenn er damals ein Up hatte, also ein High, dann wird sein nächstes High nicht lange auf sich warten lassen. Ich sage euch zu 100%, er weiß einfach, was das Thema Zielverfolgen, Visualisierung und was es bedeutet, einfach ein Young Hustler an der Stelle zu sein. Deswegen, Leute, seid auf jeden Fall gespannt, was Kamal euch jetzt an der Stelle mitgeben wird. Ich bin auf jeden Fall Hype, Bro. Ich freue mich auf jeden Fall, dir die netten Worte zuspielen zu dürfen und rock die Bude. Let's go. All right. Family. Drop some ones in the chat, wenn ihr mich auf jeden Fall hört, wenn ihr mich klar seht, wenn ihr mich klar versteht. Ich danke wirklich René für dieses krasse Edifying. Leute sagen zu mir, ich bin der Edify-Chef, aber der Typ ist wirklich anderes Level. René, ich muss mir auf jeden Fall noch ein paar Nuggets bei dir holen, was das Edifying angeht, weil das ist wirklich übertrieben krass, extrem gerührt. Vielen, vielen Dank für die netten Worte. Und an der Stelle möchte ich einfach direkt anfangen, Leute. Ja, ich möchte, dass ihr alle kurz in euch geht. Ja, lasst mal den Chat kurz in Ruhe, geht alle kurz in euch und atmet einfach. Ne? Wie Adrian letztes Mal gesagt hat, atmet einfach. Sammelt eure Energie. Sammelt jetzt eure Energy, weil ich sag euch, wie es ist, dieser Call geht um Belief, ja, und für mich, ne, gehört zu Belief auch sehr, sehr viel Energy, deswegen sammelt eure Energy und ich sag immer so, Energy ist wirklich anstrengend, ja, Energie ist ansteckend, deswegen versucht jetzt wirklich alle Power Einsen in den fucking Chat zu droppen, damit wir alle angesteckt werden von unserer Energie, damit wir wirklich das Energielevel hier in den Raum hoch haben. Deswegen drop so once in den Chat. Wir wirklich jeden hier im Chat eine 1 droppen sehen. Weil heute, Leute, heute gehen wir wirklich all in. Heute meine ich das wirklich ernst. Heute gehen wir wirklich, wirklich all in. All day, all night. Wir machen keine Pause mehr. Es gibt keine Zeit hier anzuhalten. Es gibt keine Zeit zu chillen. Es gibt keine Zeit hier kurz eine Pause zu machen. Wir gehen all in. Und das ist wieder eine Sache, die ich jeden Tag bei diesen Liedern sehe. Ich sehe es bei einem René, ich sehe bei einem Joshua, bei einem Irfan, bei einem Makadu, bei einem Adrian. Die gehen all in. Die haben keine Pause, die gehen all in. Und deswegen stehen die an dem Punkt, wo die jetzt stehen. Die erste Sache, die ich ansprechen will, ist einfach, was für eine Art Leader willst du sein? Wofür willst du stehen? Möchtest du im Endeffekt Chairman sein und sagen, ja, ich bin Chairman? Oder willst du im Endeffekt Chairman sein und sagen, ey, ich habe Menschen, ja, eine Opportunity gegeben, eine Art und Weise, einen Weg, ja, deren Leben zu leben, wie sie sich eigentlich vorstellen, deren Alltag zu gestalten, wie sie wollen, deren Eltern wirklich frühzeitig in die Rente zu schicken oder sich selber einen Skill anzueignen, der sie zeitlich und örtlich und finanziell frei macht. Willst du am Ende des Tages sagen, ich habe so und so viele P5s hervorgerufen, so und so viele P2s, so und so viele P1s, ich habe Menschen wirklich geholfen, was aus deren Leben zu machen? Oder willst du am Ende des Tages dastehen und sagen, ich bin Chairman, ich bin der Chef? Weil mir ist es ganz, ganz oft aufgefallen, Leute. Der Unterschied zwischen uns und den Amis ist einfach, die bauen ganz anders, Leute. Die bauen mit Belief. People over profits, Leute. Und das ist das Motto. Mir egal, wie ihr bauen wollt, ich werde so bauen. People over profits. Bei mir sind die Menschen hier sehr, sehr wichtig. Wenn eine Person in meinem Business startet, möchte ich nicht, dass diese Person leer ausgeht.
Ich möchte, dass diese Person profitabel rausgeht, dass diese Person wenigstens in seinem Kopf gewachsen ist, dass diese Person wenigstens was für sich gefunden hat, dass diese Person wenigstens hier sich ein Skill wenigstens mitgibt. Und das ist mir sehr, sehr wichtig und das sollten wir eigentlich alle so tun. Wir sollten daran denken, people over profits. Wir sollten alle mehr zusammenarbeiten, wir sind eine Family. Bist du nur für dein Team am Start oder bist du auch für das Team der anderen am Start? Wenn ich jetzt nicht in deiner Struktur bin, auf mir mal Hilfe brauchen, Follow-up oder Closing, bist du auch für mich am Start? Oder machst du das nur, wenn ich in deinem Backoffice stehe? Das ist für mich ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Weil wir kriegen immer das, was wir geben. So. Deswegen müssen wir am Ende des Tages wirklich alle zusammenhalten, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Weil man sagt, in der Einheit liegt die Stärke. Alleine wird das hier keiner rocken. Das hier ist ein Team-Game. Deswegen sieh auch zu, dass dein Team vorankommt. Sieh auch zu, dass das Team von deinen Mitmenschen einfach mit deinen anderen Kollegen, auch wenn die nicht in deinem Backoffice stehen, vorankommen. Jeder, der mich braucht, an ein Closing-Follow-up, ich bin am Start, ob du in meinem Backoffice stehst oder nicht. Wir sollten wirklich alle füreinander da sein. Alle. So. Und das ist wirklich ein Punkt, der mir sehr, sehr, sehr aufgefallen ist. Die nächste Sache, die ich ansprechen will, ist, wie kannst du momentan in deiner Ausbildung mehr verdienen als in deinem Business? Wie kannst du in einem 9-to-5, wo du für den Traum eines anderen arbeitest, mehr verdienen als in deinem eigenen Business? Wie kannst du einen ganzen Tag für jemand anderes arbeiten, nach Hause kommen und du verdienst immer noch mehr von der Arbeit, die du für andere erledigst, als für dein Business? Leute, wenn euer Leben aktuell so aussieht, dann macht ihr auf jeden Fall gewaltig was falsch. Und wie Irfan schon gesagt hat, das ist ein Prozess, das schafft ihr nicht von heute auf morgen. Aber das sollte euer Ziel sein, dass ihr euer Business an einen Punkt bringt, dass ihr nicht mehr für den Traum eines anderen arbeiten solltet. Gebt euch damit nicht zufrieden. Wir haben hier durch IM so viele unglaubliche Möglichkeiten, Leute. Ich kann hier stehen, hier, und sagen, IM ist das Beste, was mir je passiert ist. Und genau wie Irfan kann ich auch sagen, ich werde das hier zu 1000% durchziehen, weil es das Einzige ist, was ich habe. Ich schwör's euch, Leute, das ist das Einzige, was ich habe. Und ich werde diesen Shit aufs nächste Level bringen. So. Das ist wirklich eine wichtige Sache, die ich euch mitgeben will, Leute. Glaubt an euch selber. Glaubt an euch selber. Weil wenn ihr nicht an euch selber glaubt, dann werdet ihr nicht vorankommen. Wenn ihr nicht auch an euch selber glaubt, dann werdet ihr nicht, euch nicht entfalten. Ihr werdet nicht euer Bewusstsein erhöhen. Ihr werdet nicht stärker sein, Leute. Wenn ihr euch immer kleinredet, wenn ihr euch die Ziele immer zu klein setzt, wenn ihr immer denkt, ey, ja, okay, ein Irfan hat vielleicht mal sein P6, P1 gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das auch schaffe. Leute, wie Irfan gesagt hat, wenn ein Bryce Thompson den Chairman 750 aufbauen kann, dann kannst du das auch. Aber sei dir bewusst, dass du dafür mehr tun musst. Ein Bryce Thompson chillt nicht. Frag dich mal, was hast du heute gemacht, um dein Ziel näher zu kommen? Und frag dich mal, was hat ein Chairman gemacht, um sein Ziel näher zu kommen? Das bedeutet, du brauchst mehr Disziplin. Du musst coachable sein. Ja? Du musst auf jeden Call sein. Du musst jeden Call promoten, als wäre das dein fucking Birthday oder dein Birthday von deinem besten Freund oder sonst was. Sei immer 100% am Start und fang an, wirklich ein richtiger Leader zu sein. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich sag euch, wie es ist. Jeden Tag sage ich mir selber, I am Chairman. I am Chairman oder I will go Chairman. Weil ich an mich glaube, weil ich 100.000% weiß, dass ich Chairman gehe. No matter what. Und so eine Einstellung müsstet ihr auch alle haben. Weil ich sag euch, wie es ist, wenn ich hier durch den Raum sehe, sehe ich jeden Einzelnen mit Chairman-Potenzial. Aber ich sag euch ehrlich, wie es ist, das schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten, wenn wir an uns glauben, wenn wir hustlen, ja? Wenn wir das wirklich als unsere einzige Option behandeln, weil wir können nicht wirklich jahrelang für den Traum eines anderen arbeiten und uns da mehr Mühe geben für unser Business at home. Come on. Du hast hier dein eigenes Business, was dir finanziell frei machen kann. Fangt doch mal jetzt an, das wirklich so zu sehen, Leute. Stay humble. Nur weil du jetzt ein P6 bis P1, du bist nichts. Das ist gar nichts. Stay humble. People over profits. Ich möchte, dass ihr euch das dick aufschreibt. Denkt an die Leute in eurem Team. Ich bin extrem dankbar für jeden Einzelnen in meinem Team. Alle schätzen diese Opportunity. Opportunity, danke, danke, danke. Opportunity, wo sie das hinbringen kann. Deswegen kümmert euch mehr um eure Menschen in eurem Team, nicht um eure Ranks.
Kümmert euch mehr darum, dass die Menschen in eurem Team weiterkommen, Geld verdienen, nicht um euren Ranks. Ich kenne einen Makadu, ich bin mir 100.000% sicher, sobald der sein P5 fittet, Chairman, whatever, er wird 100% in sein Team stecken. Weil ihm wichtiger ist, dass sein Team wächst, anstatt dass er irgendwie seinen eigenen Erfolg hat. Ich weiß noch, als Amara sein P150 gepoppt hat, ich habe mich mehr gefreut als sonst was anderes. Wir haben so lange auf diesen Rank gewartet und wir haben den zusammen erreicht. Weil wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team. Und das ist wirklich eine Sache, ich bitte euch Leute, fangt an wirklich das so umzusetzen, glaubt aneinander, arbeitet als Team, people over profit, versucht wirklich eure Leute voranzubringen, weil das ist wirklich das, was Jalen Goss macht. Ich denke, der Name ist euch bekannt. Der Junge ist gestern Chairman 250 gegangen. Und er ist 22. Er macht 250k im Monat mit 22. Und er hat das aufgebaut. Er hat die letzten 7 Tage über 9 Chairmans gepoppt. Er hat 2 Chairman 50s gepoppt. 2 Menschen, die 50k im Monat machen. Er hat 9 Chairmans in 7 Tagen gepoppt, weil er seinen Leuten voranbringt. Und ich sag euch, wie es ist. Alles, was du gibst, kriegst du zurück. Auch wenn jemand in deinem Team dich überholt mit dem Rank, scheiß drauf. Sei glücklich. Du hast jemandem geholfen. Das sollte uns wirklich sehr, sehr wichtig sein. Und das war es auch wirklich mit meinem Part. Ich möchte, dass wirklich jeder Einzelne, ich gucke gleich wirklich, jeder Einzelne jetzt in den Chat droppt People over Profits. Ich möchte wirklich von jedem einen People over Profits einmal mindestens sehen. Und an der Stelle gebe ich wirklich ab, war ein kurzer Part. Ich hoffe, ihr konntet wirklich was mitnehmen. Und ich weiß, es werden übertrieben krasse Speaker noch kommen. Mr. Real zum Beispiel, freue mich auf jeden Fall auf deinen Part, Ivan. Und Leute, schreibt mit wirklich, nehmt alles mit. Drop some ones in the chat, keep the energy high. Und wir gehen an den Chairman. Let's go! Leute, ich sag doch, Energy is contagious. An der Stelle auf jeden Fall geisteskrank. Gefühlt hat er gerade seinen Chairman-Speech einmal kurz rausgehauen. Er hat sich gerade so gefühlt, als wäre er Jalen Goss. Ich sag euch 100%, wenn er gerade gesagt hat, er geht Chairman, dann habe ich ihm das geglaubt. Und ich denke mal, jeder hier auf dem Call hat ihm auch geglaubt, dass er Chairman gehen wird. Digga, ich sag dir zu 100%, kam er mit der Energy und mit dem Belief und dem Motto People over Profit wirst du zu 100% auch Chairman gehen. Und yes, an der Stelle will ich gerne abgeben an den guten Serhat. Ich sag mal so, wir kennen uns persönlich noch nicht so krass, also wir haben noch nicht viel zusammen gearbeitet, aber ich sag euch eine Sache, er hat eine Sache verstanden. Er hat die Macht des Side-Hustles verstanden. Er ist aktuell noch in der Schule, gar kein Problem. Er ist noch nicht der Älteste, gar kein Problem. Aber er hat verstanden, dass der Weg der Schlüssel zum Erfolg ist. Er hat schon für seinen Erfolg gegrindet. Er hat schon verstanden, dass du am Anfang die Arbeit reinstecken musst und nicht direkt ausbezahlt wirst, damit du irgendwann nicht mehr die Arbeit reinstecken musst und trotzdem ausbezahlt wirst, okay? Das hat er verstanden, Leute. Mit jungen Jahren, während der Schule, hat er verstanden, so wie Kamal gerade meinte, steck mehr Zeit in deine Träume und Ziele, anstatt in Dinge, die dich nicht dahin bringen, wo du hinkommen willst. Anstatt in Dinge, wo du für die Träume eines anderen arbeitest. Leute, das hat er mit 18, soweit ich weiß, verstanden. Das habe ich erst mit 21, 22 verstanden. Kamal hat es auch mit 18 verstanden. Und ich bin einfach nur krass beeindruckt, dass es überhaupt Leute gibt, die den Weg weisen für andere, mit 18 Jahren auf dem besten Weg zu seinem P150, zum Step, dass er ein Leader wird. Und aus meiner Sicht ist ein Leader nicht eine Person mit Rank, sondern eine Person, die andere inspiriert und voranbringt. Und Serhat, das, was ich gehört habe, Bro, diese Werte bringst du mit. Deswegen, ich bin extrem hyped auf deinen Part und gebe das Wort ab an dich und let's go. Jo, danke René für das kranke Edifying, mein Bruder. Schreibt mal eine 1 in den Chat, falls ihr mich alle gut hört und falls ihr mich gut seht. Perfekt, so, also ich habe meinen Partner sozusagen in 3 Kategorien aufgeteilt. Meine erste Kategorie ist auf jeden Fall Dankbarkeit. Leute, lasst uns dankbar sein. Okay? Lasst uns dankbar sein, weil schaut mal, was das für eine kranke Möglichkeit ist, sich etwas nebenbei aufzubauen, seine Warums zu verbessern, seiner Familie zu helfen, ja? Schaut mal, was das für eine kranke Möglichkeit ist. Wir sind fast 300 Leute in der Gruppe. Ey, stellt eine Frage, euch wird in 2 Minuten geholfen. Ja, ihr seid nicht alleine. Das Krankeste ist, so, ich bin in Kamals Team zum Glück und bei uns ist der, wie gesagt, der Satz People over Profits krank wichtig. Ey, Leute, wir sind hier, um Leute zu inspirieren, ja? Um Leute zu inspirieren. Klar, Geld auch, bla bla, aber Leute, lasst uns Leute inspirieren. Lasst uns andere leben, das Leben der anderen, von unseren Brüdern, von unseren Schwestern, von unseren Kollegen, lasst uns das verbessern.
Lasst uns jeden Tag daran arbeiten, ihre Warums zu steigern. Und bitte, ich bitte euch, Leute, legt euer Ego weg. War eure Upline egoistisch? Hat eure Upline gesagt, nee, mit dir teile ich das Business nicht? Nein. Ja, bitte legt euer Egoismus weg, weil, wie gesagt, klar, ihr könnt alleine hier im Alleingang euer P1, euer P2 hitten. Aber als Team werden wir alle gemeinsam zu einem Chairman. Also bitte legt euer Ego weg und seid jeden Tag dankbar. Seid wirklich jeden Tag dankbar, dass wir diese Möglichkeit nutzen können. So, mein zweiter Punkt ist auf jeden Fall das Thema Leadership. Leute, ihr müsst keinen Rank haben, um Leader zu sein. Ja? Jeder ist von uns ein Leader. Unbewusst, bewusst. Jeder ist in einer Weise ein Leader. So, sei es in der Familie, sei es im Sport, sei es auch vielleicht in der Liebe. Ja, bitte. Und für mich ist ein Leader jemand, ich habe mir ein Video von Matt Rose angeguckt, auf jeden Fall, seine Definition war, ein Leader ist jemand, der die Möglichkeit hat, jemanden dahin zu bringen, wo er sie noch nie war. Ja, ein Leader führt eine Person dorthin, wo die Person nicht mal denkt, okay, die Person denkt, das gibt es zwar, aber ich komme da nicht hin. Und ein Leader bringt genau dich dahin und du bist dieser Leader. Und die Person, die dorthin gebracht wurde, ist dann im Endeffekt dankbar. Wieso? Die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, war gar nicht in dem Kopf der Person. Ja? Und ein Leader bringt euch von A nach B. Beobachtet doch mal die ganzen Entwicklungen. Und warum entwickeln sich die Leute so stark? Durch Selbstbewusstsein und Disziplin. Ja? Leute, glaubt an euch. Wenn ihr nicht selber an euch glaubt, wer soll sonst an euch glauben? Eure Lehrer? Vielleicht eure Eltern? Die zwar sagen, ja, geht in die Schule, macht das, was sie auch bestimmt gut meinen, aber wir wissen alle ganz genau, dass uns die Schule zum Arbeitnehmer programmieren möchte. Dass wir dann 40 Jahre arbeiten für eine Rente, die wahrscheinlich nicht da ist. Also glaubt an euch selber. Jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, sagt er, seid erstmal dankbar und danach sagt ihr, ey, ich werde Chairman. Auch wenn ihr unranked seid, sagt euch das. Weil wenn ihr das erst mit P2 oder P5 macht, also wisst ihr, ihr versteht das, glaube ich, was ich meine. Und bitte, Leute, ich kenne viele Leute, die sagen, ich habe es versucht, aber ich habe ein Nein bekommen, also höre ich auf. Nein, Leute, ein Nein bedeutet für mich noch ein Impuls nötig. Schreibt euch das bitte auf. Ein Nein ist kein Ende. Ein Nein ist erst ein weiterer Ansporn, weiterzumachen. Denn je mehr Neins ihr bekommt, desto mehr kommt ihr zu eurem Ja. Keine Erfolgsgeschichte ist perfekt gelaufen. Jeder müsste Rückschläge mitnehmen. Jeder hat Neins kassiert. Jeder hat Ablehnung kassiert. Doch die Leute haben weitergemacht. Denn ein Nein bedeutet für mich, es ist noch ein Impuls möglich. Und als Leader solltet ihr eurem Team helfen. Seid für sie da. Baut sie auf. Denn ich weiß, wie es ist, wenn man neu in diesem Business ist, denkt man oft, ja, ich habe so viele Fragen, soll ich jetzt fragen? Soll ich nicht? Fragt. Denn eure Leader, ich bin mir zu 100% sicher, eure Leader wollen euch helfen und die werden euch helfen können. Außerdem, falls es mal nicht so gut läuft, Leute, vertraut auf den Prozess. Denn alles kommt zur richtigen Zeit und wenn es kommt, seid ihr genau richtig. Ihr seid dann bereit dafür. Ja? Es gibt genug Beispiele. Wieso sollst du nicht der Nächste sein? Wieso sollte dein Name nicht der nächste große Name sein in dieser Firma? Sag mir einen Grund. Ja, alles kommt zur richtigen Zeit und wenn es kommt, wirst du bereit sein. Und wie gesagt, ich war gestern Abend mit ihm in einem Call und er hat mir echt etwas Krankes gezeigt, ja. Leute, euer jetziges Ich, was ihr habt eine gewisse Frequenz, eine gewisse Ausstrahlung an andere Leute. Trefft ihr euch mit zwei Freunden, seid glücklich, werden die auch glücklich. Eure Umgebung passt euch an und deswegen, und es gibt eine Frequenz in eurer Zukunft, die ihr mal werden wollt, zum Beispiel als Chairman, da werdet ihr auch eine gewisse Ausstrahlung haben. Achtet darauf, versucht diese Ausstrahlung von dem Chairman, der ihr werden wollt, schon auf euch jetzt zu übertragen. Denkt jetzt wie ein Chairman, lernt jetzt wie ein Chairman, hustelt wie ein Chairman, redet wie ein Chairman, kleidet euch wie ein Chairman, um am Ende Chairman zu werden. Ja? Denkt groß, träumt groß, denn ich bin mir sicher, mit Selbstdisziplin und Selbstglauben wird das Ganze euch gehören. Ihr werdet eure Ziele erreichen. Und wie gesagt, schreibt es jeden Tag auf. Genau, was Kamal gesagt hat. Schreibt auf, ich werde Chairman. Denn euer Körper, während bei der Bewegung, habt ihr im Unterbewusstsein, ja, ich werde Chairman.
Und Leute, ihr werdet Champion. Vertraut mir, vertraut auf den Prozess. Nennt mir bitte einen Grund, warum euer Name nicht die nächste Erfolgsgeschichte sein soll. Bitte einen Grund. Okay? Und zum Ende meines Partes, Leute wie ohne Rank, zum Beispiel wie ich, umgebt euch mit Leuten, die da sind, wo ihr hinwollt. Man sagt ja so schön, deine Freunde zum Beispiel, bist du mit 5 Idioten unterwegs, wirst du der 6. Bist du mit 5 Kiffern unterwegs, wirst du der 5. Warum dann nicht mit 5 Leuten unterwegs sein, die sich finanziell weiterbilden für ihre Zukunft? Dann wirst du der 6. Es gibt ein gutes Beispiel. Wenn du ein Ferrari fahren möchtest, warum nimmst du dann Ratschläge von einem Skoda-Fahrer an? Geht doch zu dem Ferrari-Fahrer und fragt, hey, wie machst du das oder was machst du nicht? Glaubt an euch, denn jeder startet klein. Jeder. Diese Erfolge brauchen ihre Zeit. Alles Gute braucht ihre Zeit. Und bitte seid stolz auf eure Erfolge. Lasst die nicht links liegen. Seid stolz drauf. Auch wenn es was Kleines ist. Ja, ich habe hier angefangen, ich habe in meinem Demo-Konto angehauen. Ich habe zum ersten Mal meine Prozente gemacht und ich war stolz auf mich. Ja, aber dieser Stolz ruht euch bitte nicht drauf aus, sondern fokussiert euch direkt aufs nächste Ziel. Und bitte, wir sagen das zwar echt oft in den Calls, aber wiederholt das jeden Tag. Ich möchte, dass es in eurem Kopf drin bleibt. Alles. Schreibt es euch auf. Denn wer schreibt, der bleibt, und schreibt es euch auf. Wiederholt es jeden Tag. Es muss jeden Tag Klick machen, drin bleiben. Denn wenn es hier drin ist, dann kann euch keiner mehr aufhalten. Wenn es wirklich hier drin ist und ihr jede Sekunde daran denkt, ich gebe alles, ich schaffe das, ich werde Chairman, dann bin ich mir sicher, ihr werdet alle eure Ziele erreichen. Das war es auf jeden Fall mit meinem Part. Ich danke, dass ihr alle hier seid und ja, wir sehen uns. Tschüss! Let's go, Bro. Nice, nice, nice an der Stelle auf jeden Fall. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was bei euch los ist, aber die Speaker, die haben es auf jeden Fall in sich. Da kann sich jeder, egal an welchem Punkt, ob er ist, ob er Chairman ist, ob er gerade frisch gestartet ist, ganz egal, man kann sich eine Scheibe davon abschneiden. Und ich sag dir eine Sache, feier du deine Erfolge, Serhat, zu 100%. Feier du deine Erfolge. Du hast uns gesagt, wir sollen unsere Erfolge feiern. Digga, feier du deine Erfolge. Guck mal, was für ein Mindset du hast. Guck mal, was du den Leuten mitgeben kannst. Ich bin absolut begeistert von deiner Speech. Deswegen, Bro, ich bin übertrieben stolz auf dich, Mann. War ein geiler, geiler Part. Und yes, Leute, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einer Person, die ich persönlich auch schon kennengelernt habe und wo ich zum allerersten Mal, als ich von ihr gehört habe, dass er von Stuttgart nach Dortmund gefahren ist, nur um von dem one and only Motherfucker Joshua zu lernen. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Er hat die Power von IAM erkannt. Er hat verstanden, worum es in diesem Business geht. Er hat verstanden, den Hebel in diesem Business zu nutzen. Er hat verstanden, dass du in diesem Business von Menschen lernen kannst, ohne dass sie etwas zurückverlangen, die das haben, was du haben willst. Das hat er verstanden. Er hat verstanden, dass es hier darum geht, sich zu connecten, von Leuten zu lernen, die das haben, was man haben will, und so ein krasses Level abzumachen. Adrian hat es im letzten Call gesagt, the power of leverage. Er hat den Hebel verstanden. Er hat verstanden, dass ein Joshua die Arbeit teilweise für ihn machen kann und Joshua hat auch etwas davon. Das heißt, hier gibt es keine Konkurrenz. Er hat verstanden, hier ist es keine Ellbogengesellschaft. Und ich sage euch eine Sache, den Rank, den er jetzt hat, der passt schon lange, lange nicht mehr zu seinem Mindset und zu seiner Work Ethic. Leute, eine Person, die nicht nur IM durchzieht, sondern auch in anderen Bereichen für andere da ist und andere Dinge durchzieht, okay? Der zudem auch noch krass dankbar ist, sagt mir einen Grund, warum nicht morgen oder vielleicht heute noch der nächste Rank ploppen sollte, wenn die richtige Work Ethic an den Tag gelegt wird. Deswegen, Bro, Bartu, ich bin auf jeden Fall ready für deinen Part und ich bin mir zu 100% sicher, der wird genauso krass, wenn nicht sogar krasser, wie die Parts davor. Deswegen, give it up for Bartu, let's go. Danke für das Edifying auf jeden Fall, René. Drop man eine 1, wenn man mich gut hört und gut sieht. Was ich dazu sagen kann, also kurz mal zu mir, viele kennen mich vielleicht noch nicht. Ich bin Bartu, 21, aus Stuttgart. Ich arbeite auf der Baustelle, Pizzalieferant und nebenbei noch IAM. Nebenbei klingt jetzt falsch, weil es für mich auch hauptberuflich ist. Was ich euch damit sagen will, ist, viele denken ja immer, die können einiges im Leben nicht erreichen, was ich gar nicht verstehe, vor allem wenn man bei IAM eigentlich schon drin ist. In der Einschreibung wird euch ja schon, also werden euch Fragen gestellt, was ist euer Warum und warum macht ihr das Ganze? Viele sagen Familie, sagen ihre Ziele und so. Und dann sehe ich ihre Leistungen
Und anhand ihrer Leistungen kannst du sehen, wie stark ihr Belief ist und ihr Ziel. Warum? Weil wenn du sagst, deine Familie ist dein Warum und am Ende machst du gar nichts dafür, 3-4 Monate, du bist nur am Chillen, was hast du dann davon? Was hat deine Familie davon? Erstens hast du dich selber belogen. Zweitens bist du eine Person, die nichts durchziehen kann und das beweist du dir nur selber damit. Und drittens bist du in meinen Augen eine Kuh, die einfach auf eine Weide gehört, arbeiten soll für jemand anderen und nicht für sich selber. Weil anscheinend kriegst du es ja nicht hin. Dann kommen so Ausreden, wo ich mir denke, Führerschein machen oder so. Digga, den Führerschein kannst du in 4-5 Stunden erlernen. Das ist keine Sache. Das ist einfach nur Wiederholung und mit Leichtigkeit gemacht. Da denke ich mir so, wegen Führerschein lernen, was sich vielleicht 1-2 Stunden am Tag kostet, arbeiten 8 Stunden, dann sind wir bei 10 Stunden von 24 Stunden, bleiben dir noch 14 Stunden übrig, 8 Stunden schlafen, bleiben dir 6 Stunden übrig. Was hast du dann noch? Du hast genug Zeit, um ein Business aufzubauen, was dir geholfen hat, momentan, denke ich, weil sonst wärst du nicht bei IAM. Und was du anderen noch zeigen kannst und was du dabei vor allem beachten solltest, ist, hey, mir wurde geholfen, ich möchte helfen. Kann ich der Person momentan helfen oder nicht? Ich zum Beispiel sage, ich bin nicht perfekt. Ich dachte am Anfang, Manager-Modus, P150 geknackt, war aber nur geschenkt. Was habe ich dann gemacht? Ich habe Joshua gefragt, hey Joshua, was kann ich machen, damit ich mich weiterentwickeln kann zum Leader? Ich habe mir ein bisschen Leadership von John C. Maxwell angeguckt und habe mir gedacht, hey, ein Leader ist keine Person, die wie dein Chef sagt, du hast das zu tun und das zu tun. Ein Leader ist eine Person, die dich auf den Weg leitet, die als Beispiel vorangeht und seine Leute mit sich zieht. Wenn ich jetzt von IAM gehen würde, wie viele Leute würden mitkommen? 3, 4 oder gar keiner? Bin ich ein Leader oder bin ich ein Manager? Und deswegen frage ich euch, glaubt ihr wirklich an euer Belief? Glaubt ihr an euch selber? Seid ihr euch selber treu? Denkt ihr, hey, ich kann alles schaffen, wenn ich will? Oder seid ihr Leute so Murphy-mäßig und sagt, hey, das sind alles Ausreden. Oh, mir geht's gerade nicht so gut. Ich kann gerade nicht. Meine Haare sitzen nicht. Ich kann nicht auf den Call oder so. Team-Call, ich weiß nicht. Das bringt mir doch nicht viel. Das ist alles Wiederholung. Alter, da kann ein Speaker kommen, 3 Minuten lang. Der muss nur 3 Minuten irgendwas poppen. Irfan, das beste Beispiel. Der Typ, ich bin auf seinen Calls, der droppt irgendwas zum Marketing, wo ich mir denke, hey, die Information hat mir doch gefehlt. Es hat Klick gemacht. Und dann denke ich mir so, warum soll ich nicht auf die anderen Calls? Erstens aus Respekt zu der Fam, weil ihr bezeichnet euch als Fam und erscheint nicht mal auf den Calls und sagt dann, oh ja, krank, Alter, ich bin bei IAM, aber supportet nicht mal eure eigenen Leute. Wie wollt ihr euch supporten und euer Team supporten, wenn ihr nicht mal eure Familie supporten könnt? Ich habe auch ein kurzes Beispiel. Ich bin immer mit meinem Whiteboard unterwegs. Ich habe hier so einen kleinen Fluss gemalt. Also ich weiß nicht, ob man es richtig erkennt. Bin auch kein Künstler oder so. Ihr seht auf jeden Fall den Fluss. Der geht nach rechts. Und da ist die Umsetzung. Und hier sind die Ausreden. Flussrichtung ist natürlich nach rechts. Und entweder schwimmst du mit dem Fluss oder gegen den Fluss. Soll bedeuten, der Fluss nach rechts ist einfach die Umsetzung. Heißt für euch, wenn ihr nicht in die Umsetzung kommt, sucht ihr euch Ausreden. Also geht auf die linke Seite. Aber wenn ihr doch das einfach, was euch vorgemacht wird, nicht kopiert, sondern kapiert, das bedeutet, die Informationen, die euch gegeben werden, für euch so aufnimmt, dass ihr die auch wirklich umsetzen könnt in eurem eigenen Stil und nicht wie von jetzt zum Beispiel René. Wenn René mir was zeigen würde, würde ich es nicht 1-1 nachmachen, weil das wäre René und nicht ich. Ich würde es auf meine eigene Art und Weise machen und einfach umsetzen. Weil warum macht ihr es euch schwer selber mit den Ausreden, wenn ihr am Anfang schon Murphys Komitee geguckt habt? Ihr seht doch einfach, dass es Leute sind, die Steine nach euch werfen und denkt, hey, die Steine tun mir voll weh. Ich gehe lieber zurück, sonst bewerfen die mich noch weiter. Ich hingegen würde die Steine benutzen und sagen, Dankeschön, ich kann meinen Weg weiter ausbauen. Danke für den Steinschlag, danke für den Steinschlag. Und dann denke ich mir einfach nur, hey Leute,
Wir sind doch Menschen. Jeder von uns ist doch ein Mensch. Richard Büttner, Joshua Makadu, alle Uplines, ja, Mundalo, egal wer, das sind doch alles Menschen. Die haben doch genauso Rückschläge wie wir. Du kennst den Weg nicht und urteilst über das Ziel. Wer bist du, dass du urteilst? Wer bist du, dass du dich vergleichst? Denkst du, die waren nicht an dem Punkt, wo du momentan bist? Denkst du, die mussten nicht durch andere Hürden gehen, die du vielleicht nicht hast? David Wohlgemuth hat auch gemeint, 17.000 Euro Schulden, er hat angefangen. Wo steht er jetzt? Merkt ihr was? So, jeder hat doch seine Probleme. Alter, ich bin morgens auf der Baustelle, gehe danach liefern, habe währenddessen meine IAM-Calls an, weil ich einfach den Mehrwert mitnehmen will. Und danach bin ich selber noch aktiv und mache Calls. Ich frage mich auch, warum viele sich nicht connecten. Wenn ich merke, hey, ich kann von der Person lernen, ich schreibe der Person direkt. Ist mir egal, ob es ein Jan ist, ist mir egal, ob es ein Cedric ist, ist mir egal, wer. Cedric Bierbaum wohnt ja eigentlich in der Nähe von mir, 75 Kilometer, für viele weit, für mich nicht. Und ich bin da neulich auf einen Teamcall hingegangen und dachte mir, hey, krank, was für eine Energie allein so in einem Offline-Event ist. Und das ist ja nicht mal ein richtiges Event. Überleg mal, wir sind in einer Halle, wo über 1000 Leute sind. Was für eine Energie einfach. Und ich dachte mir, ich kann bestimmt Mehrwert mitnehmen. Und die Leute nehmen einfach einen auf und ihr denkt so, ja, die sind bestimmt so arrogant oder so wegen dem Rang. Wenn die arrogant wären oder egoistisch, wären die nicht da, wo die stehen würden. Weil wenn du arrogante Leute in deinem Team hast, wird es sich duplizieren oder erst gar nicht duplizieren. Weil wer folgt arroganten Leuten? Wenn ich jetzt sagen würde, hey, du Opfer, sorry für die Wortwahl, aber wenn ich sagen würde, hey, du Opfer, komm in mein Team, glaubst du, da wird irgendjemand kommen? Ich zeig dir, wie du Geld machst und so. Das ist doch keine Energie, Alter. Überleg mal, was für eine Macht du momentan durch IAM hast. Amerika ist auch ein richtig geiles Beispiel, was gerade mit Deutschland eigentlich übereinstimmt. Corona, wir haben Corona. Wie viele Leute haben ihren Beruf verloren? Wie viele Leute haben Geld oder wie viele Leute haben überhaupt Arbeit? Ich bin Kellner eigentlich und bin auf Kurzarbeit momentan. Ich bin betroffen so, mir fehlt sehr viel Geld. Aber ich dachte, hey, Joshua, ich will IAM durchstarten. Ich habe auch direkt Glück gehabt. Richard Büttner in Dubai hatte einen Call, das war mein erster Call. Mein Belief war ganz oben. Ich sage nicht, ich bin perfekt, ich hustle immer nur. Es gibt auch Phasen, wo du einfach mal denkst, hey, ich brauche kurz meine Ruhe oder so. Aber da denke ich auch immer über mein Warum nach. Ich denke jeden Tag über mein Warum nach und reflektiere es. Ich manifestiere Dinge, die ich haben möchte, zum Beispiel meinen Rang. Den habe ich immer auf meinem Whiteboard. Der nächste Rang, den ich hitten werde. Und ich bin mir auch nicht zu schade, Leute zu fragen nach Hilfe. Es heißt ja von Anfang an, dir wird geholfen. Also wer bist du, dass du einfach nicht fragst? Wenn einer dir nicht antwortet, antwortet der andere vielleicht. Und ich denke mir einfach nur jedes Mal, kommt doch auf die Calls. Die Calls schaden euch ja nicht. Es ist kostenlos. Natürlich zahlt ihr die Mitgliedschaft, aber die zahlt ihr im Prinzip für das ganze Paket. Ihr tradet nebenbei. Ihr könnt einen Rückschlag haben. Passiert, ist mir auch passiert. 3 Tage Konto geplättet. Ich lache jetzt darüber, weil es ein Fehler ist, aus dem ich gelernt habe. Ich habe Erfahrungen gemacht und die macht doch jeder. Und überleg mal, diese Erfahrungen bringen dich doch immer weiter voran. Du hast irgendwann ein Team und kannst sagen, hey, ich habe den Fehler gemacht, mach das bitte nicht. Ich möchte nicht, dass du dieselben Fehler machst wie ich, weil ich habe daraus gelernt und möchte weitergeben. Und das war es auf jeden Fall von mir. Und sucht einfach keine Ausreden, weil Ausreden sind unnötig. Das Einzige, was wir bei IAM suchen, sind Lösungen. Und die Lösungen sind uns schon vorgemacht worden. Dankeschön. Leute, droppt mal eine 1 in den Chat, wenn der Part geisteskrank war. Ey, dieser Part mit dem, ich habe mein Whiteboard überall, der hat mich komplett aus den Socken gehauen. Ich weiß nicht, wo du da gerade bist, auf dem Dach von irgendeinem Block oder so und du malst ein paar Flüsse rum. Ich finde es auf jeden Fall geisteskrank. Aber die Message dahinter, Leute, ist, denke ich mal, auch einfach no excuses, okay?
No excuses, egal welchen Job du hast, egal welche Umstände du hast. Du hast dein Whiteboard, deine Visualisierung immer mit auf dem Weg. Und an der Stelle auch an jeden Einzelnen, was mir gerade einfällt, Leute, ihr braucht eine Goldcard. Jeder braucht eine Goldcard, wo er jeden Tag drauf schaut, so wie er sein Whiteboard hat. Er hat komplett übertrieben, aber er weiß, okay, wenn mir was in den Kopf kommt, ich schreibe es direkt auf. Und ich schreibe es nicht in meine Notizen auf, sondern auf mein Whiteboard, okay? Da Tipp an jeden Einzelnen, dass sie das auch auf jeden Fall umsetzt. Er hat auf jeden Fall die Dinge verstanden, um hier ein Level Up zu machen. Auf jeden Fall brutaler Part. Und ich denke mal, der nächste Rank und das nächste Level Up wird nicht lange auf sich warten lassen. Und ja, an der Stelle kommen wir noch zum letzten Speaker auf diesem Call. Und ich denke mal, jeder hat darauf gewartet, dass diese Person auch noch auf diesem Call ein Part rocken wird. Leute, er ist nicht nur ein Young Hustler, nein, er ist auch noch in anderen Bereichen extrem, extrem erfolgreich. Und ich denke mal, jeder weiß auch, von wem ich hier spreche. Die Person, die nicht nur das Business rockt, sondern das Rap-Game auch an der Stelle komplett auseinander nimmt und trotzdem verstanden hat, okay, ich erkenne die Chance hier. Ich erkenne, dass mein eines Business meine Leidenschaft ist. Ich feiere das Ganze, aber welchen Impact kann ich hier noch hinterlassen, okay? Wie kann ich anderen Menschen den Weg weisen? Weil ich weiß, ich kann da draußen nicht jedem, der meine Musik hört, das Musizieren beibringen. Nicht jeder hat den Flow wie ich. Nicht jeder ist so cool wie ich. Sagen wir es mal so, okay? Nicht jeder ist dafür gemacht. Aber trotzdem verstanden, hier kann ich anderen Menschen einen Impact geben. Und deswegen ist er auch am Start. Nicht nur auf diesem Call für euch, sondern auch für sein Team. Und ich sage euch eine Sache, Leute. Wäre ich mit 18 an dem Punkt gewesen, wo er jetzt steht, mit dem Mindset und den Aktivitäten und der Work Ethic, wäre ich schon wo ganz anders. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier am Start bist, Mr. Real. Und yes, ich gebe aber an dich. Und haut mal eine 7-7 in den Chat, wenn ihr auf jeden Fall ready seid für ihn. Let's go. Yo, 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 yo. What's poppin', guys? Hä? Geil! I am! Wie geht's euch? Geil! Ich bin da! Was ist mit euch? Hä? Macht erstmal alle die Kameras an, ja? Ich glaube, Bato hat gerade den besten Beweis gegeben, es gibt keine Ausreden. Deswegen, ob du gerade ungeschminkt bist, ob du gerade Herpes auf den Lippen hast, what auch immer, mach deine verfickte Kamera an. Sorry für meine Wortwahl, aber es ist so. Ja, ich glaube, das ist nichts Neues. Ja, macht eure Kameras an und ihr denkt euch bestimmt so, was ist das für ein Typ, der kommt hier mit einer Sonnenbrille rein? Ich habe einen Schaden. Ja, ich habe einen Schaden. Wisst ihr warum? Weil all eure Emotionen, die ihr habt, ob ihr traurig seid, ob ihr glücklich seid, die könnt nur ihr kontrollieren und kein anderer. Ja, deswegen erstmal zu meiner Seite, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Evan, ich bin 18 Jahre alt. Ja, wie es René gerade schon gesagt hat, ich bin hauptsächlich in der Musikbranche tätig, also hauptberuflich bin ich im Rap-Game und nebenbei habe ich mir IM aufgebaut. Und ich werde euch jetzt auch ganz kurz und knapp erzählen, warum. Weil erstmal, ich schwöre es euch, Leute, droppt erstmal alle eine 2-2-2 in den Chat für die ganzen Speaker, die hier deren Nuggets gedroppt haben. Ey, das war krank. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hab schon Gänsehaut dabei bekommen, was die Jungs gesagt haben. Weil, ihr müsst euch das mal so sehen. Was habt ihr eigentlich Besseres als IM? Nennt mir eine Sache, soll einer jetzt in den Call reinschreiben, außer bei mir jetzt vielleicht die Musik, aber selbst das kann man mit IM verbinden. Also sagt mir, was gibt es Besseres als IM? Ja? Gibt es nicht. Weil wenn ja, dann könnt ihr jetzt sofort den Call verlassen und quitten. Und da viele von euch wissen, dass es nicht der Fall ist, seid ihr bei IM. Ja? Habt ihr euch mal eigentlich Gedanken gemacht, dieses Wort I am. Ich schwöre, gerade saß ich hier, ich so, dieses Wort I am, das ist eigentlich überall. I am the best. I am real. I am, I am, I am. Dieses Wort, das fällt überall. Also wie kannst du mir sagen, dass das Business nicht funktioniert, wenn du es schon so in deiner Wortwahl benutzt? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, ihr habt gerade eine Sache in der Hand. Und es gibt eine Sache, und darauf hat mich Makato sogar letztens angewiesen gehabt, die ihr euch mal in den Kopf reinkriegen müsst, und das ist die Visualisierung. Ich schwöre es euch, versucht euch mal jegliches Ziel und packt mal bitte das Materielle weg.
Weil ich sage auch immer jedes Mal, das Materielle hat keinen Wert. Das kann heute auf morgen weggenommen werden. Ich habe sogar letztens noch einen Bericht gelesen, André Di Maria ist ein Fußballprofi. Während er gerade Fußball spielt, wird bei ihm zu Hause eingebrochen. Und seine Frau und sein Kind ist da drin. Das heißt, egal wie viel Geld du in deinem Leben hast, das Materielle will dir immer weggenommen werden. Egal von wem. So. Aber denk mal nach. Stell vor, ihr steht auf. Ich habe mir mal einmal, ich glaube, Joshua wird jetzt denken, der Typ ist geistig behindert. Ich habe versucht, einen Tagesablauf wie Bryce Thompson zu machen. Und ich schwöre, ich und meine Jungs kamen nicht mehr auf unser Leben klar. Morgens aufstehen, in den Chart reingucken. Okay, was ist mit dem Chart los? Trading. Laptop zu, Tagesziel erreicht. Vielleicht Bryce Thompson, ich glaube, da können mir die Girls jetzt zustimmen. Er ist kein hässlicher Typ. Er ist vielleicht abends mit einem Girl unterwegs, seiner Frau, was auch immer, ist gerade vielleicht am Smashen, guckt auf sein Handy. Oh, I get paid. $750,000. Weil er jemandem etwas in die Hand gegeben hat, was er sich auf den normalen Weg nie erlangen können. Geht das eigentlich bei euch in den Kopf rein? Ihr macht nichts. Seit Freitag, was auch immer am Tun. Ihr seid entweder am Playsy zocken, ihr seid Shisha am Rauchen, ihr seid Trading Charts am Analysieren und seht Freitag, you get paid. Was ist das überhaupt für ein Gefühl? Ja, und allein diese Glaube zu haben, diese Zahl jeden Freitag bei euch zu sehen, das muss euch den meisten Belief geben, den es überhaupt auf dieser Welt gibt. Ja, weil die Leute, die früher nie an euch geglaubt haben, werden später mal damit angeben, dass sie euch gekannt haben. Ja, das heißt, egal was jetzt los ist, ich kann mir das bestimmt vorstellen, weil ich schwöre, als Bartu gerade gespeakt hat, ich habe den Jungen gefühlt. Ich habe den Jungen behindert gefühlt. Scheiß mal darauf, was er als Job macht. Allein zu hören, was für ein Hasseweg er macht. Ja, ich sage jedes Mal zu Leuten, wenn ich mit denen kommuniziere oder die Leute kennenlerne, mir ist scheißegal, was du machst. Du kannst meinetwegen der größte Zuhälter sein in deinem Bendo. Du kannst meinetwegen Drogen, ist mir eigentlich scheißegal, aber solange ich sehe, du machst was, um deinem Ziel näher zu kommen, Respekt. Ja? Und das ist das, was ihr euch mal klar machen müsst. Ihr habt gerade etwas in eurer Hand, was eigentlich jeder, und wenn ich sage jeder, ich schwöre es euch, ich habe sogar versucht, meiner Mutter zu erklären und meinem Vater, dass die IM brauchen, aber die werden es nicht kapieren. Aber eigentlich braucht jeder IM. Warum? Du kannst es von zu Hause aus machen, wo jeder eh im Bett liegt und sich denkt, ich habe heute keinen Bock aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Okay, dann steh wenigstens auf und mach von dem Laptop oder von dem Handy aus Geld. Was ist daran falsch? Ja? So. Und ich habe mir jetzt noch ein paar Nuggets aufgeschrieben, bevor ich das ganze hier Ding beende, weil ich weiß, viele Leute von euch mussten den Speakern gerade zuhören, die haben kranke Nuggets gedroppt. Wenn ich sage kranke, ey Leute, ich habe mitgeschrieben, weil ihr könnt von jedem lernen. Scheißegal, welchen Rank du hast, scheißegal, was für einen Namen du mit dir trägst, scheißegal, wie viel Geld du auf deinem Konto stehen hast. Du kannst meinetwegen aussehen wie Breezy. Wenn deine Nuggets krank sind, dann sind die krank und ich schreibe die mir auf. Das hat nichts damit zu tun, welche Rank du hast oder was in deinem Portemonnaie zu bestimmen ist. Weil das, was du sagst, kommt von hier oben und nicht aus deinem Portemonnaie oder was in deinem Backoffice steht. Ja, deswegen respektiert diese Calls. Ja, ich sag euch ehrlich, ich war jetzt 3 Monate am Stück weg. Wirklich am Stück. Keiner hat was von mir gehört bei IM. Keiner. So, weil ich mich einfach auf meine Musik fokussiert habe. Ja, weil ich schwöre es euch, seitdem ich klein bin, ich weiß es und ich werde irgendwann ein Leben führen wie Michael Jackson. Ich schwöre es dir, das ist mein Traum gewesen, schon seit klein auf. Seitdem ich denken kann, ich wollte schon immer ein Leben wie Michael Jackson haben. Der Typ, und wisst ihr, warum ich das sage? Der Typ ist gestorben und man redet bis heute noch von dem. Weil er etwas hinterlassen hat, was Menschen einen positiven Value mitgegeben hat. Ja, er hat ein Neverland. Leute, irgendwelche Reporter, die nur an Geld denken, sagen, Michael Jackson hat Kinder vergewaltigt. Warum lässt er sich dann aus seinem Portemonnaie das fast größte Grundstück, das ist safe genauso groß wie NRW, wenn er will, und macht das nur für Kinder? Und das macht also ein Kindervergewaltiger, ja? Aber jetzt mal weg vom Thema, ja? Ich will einmal, dass ihr in den Chat schreibt,
an Dinge, die ihr euch schon immer erträumt habt zu holen, in den Chat. Schreibt mal in den Chat irgendwas, was ihr seit klein auf schon immer euch holen wolltet. Sei es ein Auto, sei es ein Schuh, sei es ein Urlaubsplatz, keine Ahnung. Bestimmte Kleidung, schreibt es einfach mal in den Chat. Ich will es jetzt wissen. Louis V Sneakers, Freiheit, Garage mit den Super, Haus für die Familie, Range Rover. Okay, jetzt will ich, dass ihr einmal alle eure Augen schließt. Ja, ich werde jetzt mal kurz an sich verändern, damit ich auch kontrollieren kann, ob jeder die Augen zu hat. Ich bin bei sowas pingelig, ich schwöre es euch. Okay, safe. Kamal, ich weiß nicht, auf welche Party du gleich steppst, aber Bro, der hat den Game verstanden. Okay, einmal alle die Augen zu. Ja, okay. Und jetzt möchte ich, dass ihr an das Schlimmste, und wenn ich sage wirklich an das Schlimmste, das, was euch jede Nacht den Schlaf wegnimmt, jedes Mal die Energie, die Tränen, Wut. Ich möchte, dass ihr einmal an das Schlimmste denkt, was euch je passiert ist. An das schlimmsten Schicksalsschlag, was je in euer Leben passieren könnte. Wo ihr wirklich euch selber gesagt habt, okay, für mich war es das ab heute. Ja. Und jetzt möchte ich einmal, dass ihr an das denkt, was einige von euch in den Chat geschrieben haben. Und stellt euch mal die Frage, werde ich meinem Ziel, was ich mich schon immer erwünscht habe, mit IM näher kommen. Alle, die dafür sind, öffnen jetzt die Augen. Boom. Alle. Catch me as a, how about that? Ja, das heißt, ihr wisst eigentlich alle, das, was ihr euch erfüllen möchtet, werdet ihr mit IM hinkriegen. Also warum tut ihr es nicht? In jeder Zeit, wo ihr nichts für IM tut, ist jemand anderes am Gewinnen. Jedes Mal, wo ihr am Sagen seid, er hat meinen Prospect gezogen, er hat ihm schon eine Prise gegeben, er hat das gemacht, er hat das, ist jemand anderes am Gewinnen. Ja? Dann stellt euch mal selber die Frage, warum du nicht? Warum kannst du es nicht schaffen? Ja? Leute stellen sich immer die Frage, warum ich? Ihr kennt die eine von der Grundschule dieses Lied? Immer ich, immer, immer ich, immer, immer ich, immer, 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 immer ich. Ja? Ich habe letztens drüber nachgedacht, ich so, ja, warum immer ich? Immer ich, den angemeckert wird, warum ich das nicht gemacht habe, warum ich keine Ausbildung gemacht habe, warum ich nicht wie die anderen bin, warum ich nicht studieren kann und so weiter und so fort. Aber es ist doch mein Leben. Ich schwöre, 6ix9ine hat es auch einmal in einem Interview gesagt. Bist du derjenige, der meinen Kühlschrank voll machen wird? Nein. Bist du derjenige, der sich um meine Kinder kümmern wird? Nein. Bist du derjenige, der sich mit mir begraben wird, wenn ich sterbe? Nein. Also was hast du über mich zu urteilen? Genau nichts. So. Also warum lassen sich Menschen immer noch von anderen Menschen beeinflussen, die es sowieso nicht geschafft haben? Weil die Leute, die urteilen und reden, das sind die, die es eh nicht geschafft haben. Ja? Menschen wollen immer versuchen, dich runterzuziehen, wenn die merken, dass sie etwas nicht können. Ja? Und ich schwöre es euch, alle, die diesen Schritt bei IM gewagt haben, ihr habt eine gewisse Aura und gewisses Charisma. Ja? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr es selber von euch erkennen will. Ja? Jeder von euch hat Aura und Charisma. Weil diese Aura und Charisma, das seht ihr selber vielleicht manchmal nicht, aber das sehen andere. Und genau aus dem Grund versuchen die, euch runterzuziehen. Ja? So. Und ich habe hier ein Nugget aufgeschrieben gehabt und ich schwöre es euch, das stimmt einfach komplett. Ja? Lache, als wärst du 10. Geh feiern, als wärst du 20. Egal wie alt du bist, geh feiern, als wärst du 20. Ja? Geh reisen, als ob du 30 wärst. Ich schwöre, immer wenn ich DJ Khaled Snaps gucke, ich denke mir, ich bin der. Egal wo der ist, damn, I'm so blessed. Oh, the sun shine on me. Ja? Stell dir vor, egal wo ihr hingeht, ihr habt Sonnenschein und Geld. Was muss das für ein Leben sein? Seid mal ehrlich. Wie Irfan es am Anfang in dem Call gesagt hat,
Ihr werdet später, wenn ihr so viel Geld habt, ihr werdet an diese Momente denken, wo ihr gestruggelt habt, wo ihr 3-4 Wochen am Stück einen Brief von Inkasso bekommen habt, dass sie Geld zurückzahlen sollen. Gelbe Briefe, Anwalt, O2, was auch immer. Diese scheiß Rechnungen, die jeder von euch schon mal bestimmt in seinem Leben gesehen hat. Ihr werdet sogar beten, dass mal eine Rechnung wieder kommt, weil ihr wisst irgendwann nicht mehr, wohin mit eurem Geld. Und dieser Punkt, unser Tag wird kommen, safe, 100%. Egal, ob es mit Network ist oder mit Trading. Der Tag wird kommen, wo ihr so viel Geld habt, wo ihr nicht mehr wisst, wo das Geld hin soll. Ja, so. Denke, als wärst du 40. Deswegen bildet euer Mindset. Ich weiß nicht, ob einer von euch mal wirklich die Retired Young Seite durchgegangen ist. Bis heute bleibt mir dieser Nugget im Kopf, der Adrian gesagt hat. Was musst du tun, um eine leere Flasche zu füllen? Du musst Wasser reintun. Aber was passiert, wenn du die Flasche nicht zumachst? Die Flasche läuft in deiner Tasche aus. Und genauso ist es mit euren Informationen und eurem Mindset. Ihr müsst euer Mindset weiterbilden, eure Informationen. Ihr könnt nie genug haben, es geht immer besser. Ja? Aber wenn ihr es nicht zumacht, läuft alles weg. Dann war alles für Nuts, würde man jetzt bei uns sagen, für Nüsse. Ja? So, berate, als wärst du 50, hilf Menschen, als ob du 60 wirst. Und falls du in einer Beziehung bist oder solltest in eine kommen, liebe, als ob du 70 wärst. Ja. Und deswegen, Leute, das war es auch eigentlich von meiner Seite. Ich hoffe, ihr könntet euch sehr viel mitnehmen, denn I am, alles, was wir machen, ist real. I am, wir bleiben real. Alles, was wir machen, real. I am, wir bleiben real, real, real. Let's go. Peace out, guys. Let's go, let's go, let's go. Das war es auch wirklich, wirklich von diesem Call. Wie gesagt, René hat es leider verabschiedet. Ich werde diesen Call nachher wirklich da hochladen, weil Leute haben wirklich diesen Value verpasst. Das ist geisteskrank. Bei ihr nice, wirklich hier. Dankeschön, dass ihr so lange auf diesem Call gewesen wart. Ich sehe euch den einen oder anderen. Hast du noch wirklich da auch schon? Weil wir eure Zeit verplempern. Ja, geht zu den Calls, geht zu den Trades, geht zu den Follow-ups. Die Leute, die warten auf euch. Ich würde sagen, ja, bottom is ready to call. Ich würde sagen, let's go. We see you on the top.